Gut, dann, ja, easy peasy, wa? Gehen wir einfach weiter. Ach, von hier, okay. Nee, doch? Ja, da hoch, ne? Diese Häuser, ey. Ja, vollkommen harmlos. Zu früh. Ganz leicht zu früh. Aber auch das ist kein Challenge für uns. Jetzt bewegt sich das Luftblase-Ding wieder nach oben bestimmt. Ja. Ah, nee. Anders da. Anders da. Doch, 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 hat sich nach oben bewegt. Ha, ich hatte recht. Woo! Ich mag das, wenn ich recht habe. Boah. Schon. Knappi. Knie, knack, knappi. Knappi, knappi, knapp. Ja gut, dann hier lang, ne? Oh. Ah, da kommen Gegner! Ich war zwar nicht drüber, das lassen wir mal gelten, ne? So, jetzt schnitzen wir erstmal den weg, den weg. So. Jetzt zu der Kleinen. Die müssen wir aber abfallen. Spektakuläres fällt mir gerade nicht ein. Ah, die ballert auch so Feuer. Okay, das kann ich so wegmachen. Alter, ganz knapp. Hinten anfangen zu slayen oder so. Alter. Fickviech, ernsthaft. Pam, pam. Aha, ne? Einer weniger, scheiße, wa? Da spuckst du Feuer, ist mir scheißegal. Punchen wir dir gleich mal einen rein. Wir müssen immer warten, bis das Scheißviech eine Attacke macht. Ja, ich spuck's wieder Feuer. Ja, jetzt gibt's einen Messerschlag. Ja. Okay, zweiter Arm weg. Jetzt wird's gefährlich. So. Jetzt. Mann! Ich weiß nicht aus, ey. Ja, ist ja eigentlich easy, ne? Also drauf punchen, bis er halt keine Arme mehr hat mit den ganzen Dingern und danach einfach draufhauen, ausweichen, draufhauen, ausweichen. Geht doch echt klar. Verdammt, weißt du, ich hab das manuell kaputt gemacht, ne? Ha! Oh. Erstmal die falsche Waffe nehmen. Jetzt aber. So, dann springen wir hier rüber. Zack. Elegant, wie immer. Nichts vergessen. Ich hoffe jetzt mal nicht. Ach ja, ach ja.
unbedingt wissen, ob wir im letzten Stage dann wirklich in diesen scheiß geilen Zug reinkommen. Das wäre so mega, mega Hammer. Ich würde meine Screenshot-Taste spammen. Also ohne Scheiß, ne? Zack. Gut, da kommt nix. Ach ja, für die, die von euch das jetzt noch nicht wissen oder nicht aufgepasst haben, ich spiele das Spiel im Albtraummodus schon durch, ja. Und zu dem Albtraum, die Folgen, da weiß ich noch nicht, wann die rauskommen. Ich habe schon bis ein paar Kapitel aufgenommen. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann es rauskommt. Und ich dachte schon, da wäre irgendwas, wo man so durchlaufen muss. Ja, es ist viel, viel, viel simpler. Wir müssen einfach hier hoch. Und dann hier runter. Nee. Das war daneben hauen. Hm. Sieht man hier einen Schalter? Auf jeden Fall geht's da weiter. Für was war das jetzt da? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe da oben eine Münze, ein Ding gekriegt und da war sonst nichts. Oder ich habe es jetzt vollkommen übersehen. Was halt mega, mega peinlich wäre. Ah, scheiße. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt Interessantes sein soll oder gewesen. Gut, komm, wir machen es nochmal. Wir sind auf der Seite der Wahrheit. So, dann gehen wir mal da hier hoch. Nochmal. Zack, da drauf. Dann können wir nur sehen, was da auf der anderen Seite ist. Mehr können wir hier gar nicht machen. Hier ist auch keine Schweinsnase, die ich irgendwie hätte kennen sollen. Also. Ein Raum ohne Sinn und Zweck. Okay, das hat schon mehr Sinn. Das hat natürlich mehr Sinn. Ja, ich muss dann da... Okay. Ja, gut. Erster Anlauf verkackt. Das lässt uns... das kriegt uns nicht runter. Hier sind nämlich die mega pornösen Guten. Zack. Hin. Drauf. Ah, wir sind schon drüben. So. Da hätten sich schon so einen fliegenden Kotzgegner. Püppchen. Ja komm, weißt du, wenn wir hier sind, dann kotze ich mich damit nicht an, ne? Mit dir. Mit denen scheiße ich halt echt aufs Loot, ne? So. Ah, alles safe, alles safe. Haben wir noch mehr Gegner da? Da ist einer. Ich hasse den so über... What the fuck? So einen noch. Ja gut,
ne? Läuft. Ich kann das gar nicht, wenn der eine da dauernd auf mich draufballert. Ah! Scheiße. Ja, das war vollkommen geplant. Das wollte ich genauso machen. Ist der da? Guck mich an. Aua. Hat mir wehgetan. Boah, ich hasse dieses Viech. Ich hasse diese Fliegenviecher. Ich kann nicht. Nee, ich kann nicht weiterkämpfen, wenn das lebt, ernsthaft. Das geht nicht. Geht einmal nicht. Damit freunde ich mich nicht an. Komm. Da laufe ich noch in die Dornen rein, ey. Ich hasse dieses Viech. Ich hasse ihn über alles. Raus experimentiert, oder wie man das nennt, ey. Alles, aber... Ich hasse dieses Viech ernsthaft. Den da finde ich gut, da habe ich nichts gegen. Den habe ich nichts zu sagen. Es ist nämlich auch weg. Den trifft er immer zweimal. Die Spitzendinger bleiben auch am Boden hängen. Komm her, ey. Mach dich kalt. Olle, hey. Ach, die hat schon keine Arme mehr. Das war jetzt ziemlich schwer und voll überragend. Mhm. Ja, ich bin halt einmal gestorben, weil ich runtergefallen bin, aber sonst nichts. Kann man nicht sagen, dass es überkrank war oder so. Also, ich habe mich ganz schön eingeschenkt mit den... der Teekanne. Irgendwo muss doch hier... hier muss doch ernsthaft ein Fliegeding sein, ein... Horchen? Eine Schweinsnase. Ich hab's noch nicht gehört. Hm. Wohl doch nicht. Na komm, nehmen wir einen normalen Weg. Da unten gibt's bestimmt nichts. Nein. Mm-mm. Hier sollte normalerweise ein Pilz sein. Und es ist schon komisch, dass ich in Alice das Wort normal benutze. Und hoffe, dass irgendwas normal ist. Außer dass wir mich töten natürlich. Dann ist natürlich alles erlaubt. Pilzchen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das hat sich bewegt, weil ich jetzt hingekommen bin, oder? Ja, komm. Das wirklich Gesuchte wird meist gefunden, wenn es denn findbar ist. Okay. Das hat mir jetzt sehr, sehr geholfen, Carter. Und das sieht ziemlich, ziemlich krank aus. Hier habt ihr den Grund, wieso ich nicht Puppenmacher werde. Nur schon wegen den Viechern. Die Alice hält nicht drauf.